wenden wir uns dem einem Multitalent zu. Er ist Filmkomponist, er ist Musiker, er ist Autor, er ist Kabarettist, er schreibt Bücher. Er hat natürlich uns gezeigt als Professor Schmidt-Hinde mit, dass es eine Kunst ist, Sätze nur halb zu Ende zu sprechen. Er ist nicht mehr so oft im Fernsehen zu sehen. Das heißt natürlich nicht, dass er aufgehört hat zu denken. Deswegen hat er uns heute das Beste aus seinem Zettelkasten mitgebracht. Herzlich willkommen, Piet Klocke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, das geht uns allen so. Aber als Erstes wüsste ich gerne von Ihnen, warum sind Sie denn nun so selten im Fernsehen zu sehen? Das ist ja schade. Das kann gut sein, aber man hat zu Hause auch viel zu... Also, es gibt auch andere Dinge. Übrigens, ich muss das noch mal sagen, das hat mir so gut gefallen. Oh, danke schön. Wie heißt dieser Satz? Welcher Satz? Jede Kunst strebt der Musik eigentlich zu. Also, geheimer Satz. Ja, das stimmt. Ja, klar. Ich denke immer, wenn ich so einen wunderbaren Auftritt sehe, denke ich immer, ach, das möchte man so gerne können. Aber man kann nun mal nicht alles. Ja, ich bin froh, dass es nicht alle können. Ja, ja. Doch, besser so. Jetzt wärst du doch im Schattendorf jetzt. Weißt du? Ja, mein Gott. Gut, wir sind abgekommen vom Thema. Fernsehen, ne? Warum Fernsehen, ja. Sie nicht mehr so, aber egal. Finde ich auch. Also, wenn man zufrieden ist mit dem, was man macht. Ich habe ein Buch geschrieben und zwar, da kam ja natürlich diese Virengeschichte jetzt, ja, die wir noch alle. Und ja, ich guck ja auf Fernsehen, dann kriegt man das alles mit. Und das ist aber ein gutes Stichwort, weil ich habe dann irgendwann auch aufgehört, weil alle zwei Minuten irgendwelche anderen und neue Begriffe. In Hessen sind wieder Ingredienzien gefunden worden oder was weiß ich. Also 4% weniger, dann hat wieder einer nicht gemessen. Ich habe dann gesagt, gut, dann schalte ich mich da aus, ich bin gesund. Und wenn ich krank bin, lege ich mich hin. Auf jeden Fall, dann habe ich eben halt die anderthalb Jahre, die es ja jetzt schon fast ist, oder wenn noch mehr fast. Ja, ne? Es sind anderthalb Jahre fast. Habe ich dann meine ganzen Zettel da mal zusammengewurstelt und habe dann daraus hab einen Großteil weggeworfen. Das mache ich immer gern. Weil ich habe so einen Kopf, ich vergesse auch viele Sachen sofort, wenn ich die nicht notiere. Und dann denkt man immer, hoppla, wer war das denn? Das war aber nicht so gut. Und dann weg damit. Und den Rest habe ich hier hineingegeben. Ja, und ich finde es wirklich toll, weil das ist so ein Buch, was man eigentlich immer mitnehmen kann. Man kann es immer da rumliegen haben und immer mal reingucken, egal an welcher Stelle. Und es kommt immer irgendwas, wo man drüber nachdenken kann, worüber man lachen kann. Ja. Was mir aufgefallen ist, Sie sind ja eigentlich eher, ich finde das Sie irgendwie ganz elegant, oder? Wenn wir uns siezen, das finde ich irgendwie ganz schön. Ich musste mich kurz mal, aber man hat ja Mittel und Wege, wie wir vorhin gehört haben, wie man sich in einem Schindel. Also ich dachte, hoppla, wir siezen uns, jetzt mache ich gerne. Ja, ich dachte, so im Fernsehen, das hat so was Respektvolles, habe ich mir vorher überlegt. Ja, das ist, wenn man ein Buch schreibt, verlangt man auch Respekt. Finde ich irgendwie schön. Gut, also, eigentlich sind Sie ja so ein Menschenbeobachter, aber man merkt auch in dem Buch, Sie sind der Meinung, dass man auch von Tieren sehr viel lernen kann. Was denn zum Beispiel? Ich will nicht ins Detail gehen, das wird die Sendung... Nein, Quatsch. Es ist so, dass Natur, das sieht man ja jetzt auch gerade in dieser Zeit, ist effektiv, jeder von uns ist ja ein Naturfan, das, was uns, glaube ich, am meisten rettet. Also nun gibt es natürlich auch da verschiedene Schwankungen. Wenn ich zum Beispiel, also was ich nicht mehr sehen kann im Fernsehen, sind Leute, die sich so in Käfigen hinter Haien her schwimmen und so weiter. Oder auch diese animierten Saurier habe ich auch genug jetzt. Aber Wahlgesänge geht noch so. Aber ansonsten, viele haben ja schon Tränen in den Augen, wenn sie, das geht mir auch manchmal so. Beim ersten Mal ging es mir so, wenn man zum Beispiel so ein frisch geborenes Elefantenbaby, das wackelt sich da durch die Gegend und dann fällt es hin und die Tanten kümmern sich unglaublich. Das geht so ans Herz, dass man dann irgendwie... Ich kann mir gut vorstellen, dass da viele zu Hause sitzen und denken, mein Gott, das Kleine hat so Ohren wie unser Opa. Also, das ist Quatsch jetzt. Ich meine nur so, dass das nehmen wir mit. Was ich sagen will, die Natur, und dazu gehören ja die Tiere und wir auch, übrigens habe ich jetzt gehört, Albon, wir sind eben halt so manchmal so ein bisschen so ein störender Faktor, komischerweise. Und ich weiß aber, oder alle, wir wissen, dass... letztlich die Natur, die ist da ganz entspannt, die macht ihre Sache da vollkommen ohne. Und wenn wir da nicht reinpassen sollten, dann kann es ja mal sein, dass dann alle in die Schattendörfer hineingehen werden. aber wahrscheinlich in andere jetzt gemeint. Ne?
Und die Natur macht, was sie will. Ja, also ein Tier, deswegen, ich wollte auf Folgendes auch hinaus, Herr Glocke. Deswegen habe ich extra meine Brille mitgebracht, weil ich finde, man muss so ein paar Sachen einfach, versteht man auch besser, wenn man sie im Original hört. Und ein Tier, was Ihnen ja sehr wichtig ist, ist der Haubentaucher. Den habe ich schon lange, früher habe ich ja sehr viel großen Blödsinn gemacht. Da habe ich behauptet, dass der Haubentaucher, ich weiß gar nicht mehr, was da war, deshalb sich eine Haube aufsetzt, nur damit ihn die anderen nicht wiedererkennen, wenn es mal zu einem Gerichtsurteil kommt, weil er den hinter den hergejagt ist und so weiter. Also vollkommen nur. Aber dieses geht ja noch. Das, genau. Also hier steht, wenn ein Haubentaucher nach 20 Minuten immer noch nicht aufgetaucht ist, kann es sein, dass er sich seit 18 Minuten längst hinter ihnen das Federkleid richtet. Ja. Finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ja, das kann also man auch so schön sich. Ich liebe ja solche Sachen, die man sich sofort vorstellen kann. Und genau. Da ich so in der Natur häufig dann auch stundenlang da. Mich kann man da hinsetzen und in zwei Wochen wieder abholen. Es passiert ja immer irgendwas, auch wenn nichts passiert. Und das sind so Geschichten, die ich dann da. Ich habe zum Beispiel einen See, wo ich mit dem Rennrad so rumfahre. Ist auch egal. Auf jeden Fall, aus diesen Sachen ist das auch zusammengesetzt, das Buch. Sehr viel Liebe. Ja, sehr. Das merkt man. Sehr, sehr viel. Es hat mich selbst überrascht, aber liegt wahrscheinlich an der Krankheit, dass man immer diese kleinen Kugeln in der Tagesschau sieht, wo die Pickel oben drauf sind. Und Wissenschaft, wissenschaftliche Sachen, das Digitale und so weiter. Es ist alles drin. Ja, aber trotzdem schreiben Sie ja gerade schon auch vorne drauf, notiertes Nichtwissen. Also es ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich, es wird uns ja eigentlich immer mehr Wissen vermittelt. Ja. Also ist so ein Gegenakzent. Das war so ein kleiner Spaß, weil ich die mittlere Reife nachgeholt habe in der Volkshochschule. Auf jeden Fall, das mit dem Nichtwissen. Ich wollte nur sagen, als ich das rausgebracht habe, da habe ich selbst mal, man ist ja doch neugierig, bei diesem Tante-Emma-Laden, wie heißt das, Amazon geguckt. Und weil da sind immer so Kommentare. Und da waren bei mir zwei und da dachte ich schon, ah, fängt ja schon gut an. Da sind so zwei von so Semi-Intellektuellen. Und da habe ich gedacht, die beiden, was die da geschrieben haben, die haben das Buch bestellt und kamen dann mit dem Nichtwissen ein bisschen in Schwankungen. Und haben dann gedacht, aha, der Name ist der Titel. Und das ist ja auch nicht so falsch. Wie war noch mal die Frage? Der Name, ach so, Piet Glocke ist der Titel? Ja. Okay, ja, weil ja, man sollte jetzt gar nicht lesen, was die Leute über Amazon alles darunter schreiben. Du hattest gerade irgendein Stichwort gegeben mir. Folgende meine nächste Frage wäre folgende. Und zwar, schreiben Sie eigentlich im Bademantel? Weil ich habe das Gefühl, der Bademantel spielt eine relativ wichtige Rolle. In Ihrem Leben? Wenn ich baden war, ja. Nein, also ich notiere mir die Sachen. Im Bademantel? Nein, überall. Also ich habe immer so kleine Heftchen oder sowas mit. Das machen ja viele. Und ich habe auch, früher hat man ja immer Diktiergeräte. Und seit es mit dem Handy ist, da kann man ja da auch aufnehmen. Und dann, ich war aber so naiv, dass ich am Anfang dachte, auch schon bei den Diktiergeräten, dass wenn man da aufspricht, dass dann die Geräte schwerer werden dadurch. Das ist aber auch physikalisch völliger Blödsinn. Also ich kann nur sagen, man kann das aufschlagen, wo man will. Man findet immer Stellen, wo man sagt, ich schlage wieder zu oder eben nicht. Aber sind Sie denn dann, also ich sage jetzt mal du, ist irgendwie kommt es doch merkwürdig mit dem Sie. Also du gehst durchs Leben. Ja, ich habe jetzt gerade wieder, jetzt habe ich so ein Du-Gefühl. Ja. Du gehst durchs Leben. Ja, das liegt ja am Bademantel, dass ihr jetzt schon beim Du seid. Ja, er verweigert sich. Ja, das ist so eine intime Sache, da duzt man sich sofort. Ich war der Meinung, dass du im Bademantel, dass du zu dem Bademantel relativ enges Verhältnis hast. Aber hast du ja anscheinend. Früher als Jugendlicher habe ich zum Beispiel, wenn ich jemanden kennenlernen wollte, immer einen Bademantel angezogen. Ah, gut. Also, wir verlassen das Thema, ja. Wenn du durchs Leben gehst, dann hast du also dein Handy dabei oder einen Zettel und notierst dir das, was du siehst. Aber ich habe gehört, du bist etwas skeptisch, was so ein Smartphone angeht, um deine Gedankenwelt so einem Smartphone anzuvertrauen. Ich bin ein bisschen, also wie jeder wahrscheinlich, also viele nicht skeptisch dem ganzen Digitalen auch gegenüber. Ich glaube, deine Nachbarin zum Beispiel nicht so. Das kann gut sein. Ich habe gelesen, Sie sind da in künstlicher Intelligenz unterwegs. Ne? Genau. Ja.
Also das heißt, du bist skeptisch, also du sprichst lieber nicht ins Smartphone, weil du denkst, wer weiß, was mit den Informationen... Ich bin, also ich habe es gelesen irgendwann mal, dass es einfach möglich ist, weil die Sachen eben halt so und so aufgebaut sind, dass eben halt sowohl mitgehört werden kann als auch und so weiter, weil das eben, das führt jetzt zu weit, vom Militär finanziert und diese ganzen Sachen. Also deswegen denke ich immer, mein Gott noch mal, also ich bin ja jetzt nach Hamburg gekommen und überall, wo man hier hinkommt, werden, das ist ja nicht nur in Hamburg so, werden eben halt, wird irgendeine App irgendwo gegengehalten und ich bin vielleicht einer der wenigen, die da denken, irgendwie die machen das, die Menschen machen das alle mit so freundlich, fröhlichen, ist doch herrlich und es kostet nichts. Da denke ich mir irgendwie, sag mal, man muss doch auch darüber nachdenken, dass diese Firmen, die auch die Programme geschaffen haben mit den Voraussetzungen und auch mit den ganzen selbstlernenden Intelligenzien, dass das alles auch eine Geschichte mit hoher Gefahr ist. Da können wir mit Kämpfer nachher noch gerne einhaken und so weiter. Aber mir ist es schon sehr bewusst, ich versuche so weit wie möglich alles wegzugeben. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich das machen kann. Ich habe schon auch jetzt zum Beispiel Angst vor dem, nicht Angst, wir machen ja dann immer alles mit, weil uns bleibt nichts anderes übrig, aber mit dem digitalen Geld und so weiter. Bin ich mal gespannt, wie das alles so wird. Also ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann irgendein 12-Jähriger plötzlich sagt, Herr Glocke, schönen Dank nochmal. Wie? Ja, weil er sich in mein Konto eingehackt hat. Ach so, verstehe. Und ich gehe zur Bank und da ist aber... Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Du sagst ja auch, du regst dich ja auch darüber auf, dass man immer... Das verstehe ich übrigens auch nicht. Vielleicht können Sie uns das erklären, warum man immer beweisen muss, dass man ein Mensch ist. Ne? Man wird ja immer gefragt, sind Sie ein Roboter? Das hat ja auch wieder was damit zu tun, weil im Hintergrund, also man muss ja dann oftmals diese amerikanischen Ampeln abklicken. Sehen Sie, können Sie die noch erkennen? Dann, wenn Sie die nicht erkennen, kann man direkt abschalten im Browser. Auf jeden Fall ist es ja nur dafür, dass die Intelligenz lernt, wie man da wie man sich da verhält und das alles. Also das ist auch schon ein bisschen Abhören eigentlich. Ist das der Grund? Das wird ja schon genutzt, weil es, um die Webseiten an sich ein bisschen zu schützen, sage ich mal. Weil sonst kann man auch Computerprogramme auf Webseiten loslassen, die sie lahmlegen. Ne? Und deswegen versucht man da Captcha, ne? Ja. Genau. Aber was wir auch damit machen, wenn wir sagen, okay, hier ist eine Ampel, hier ist ein Auto, hier ist ein Fußgängerweg, diese Information fließt dann auch in die Systeme und das wird auch später genutzt für die Objekterkennung, um die Maschinen zu trainieren, Objekte in den Fotos zu erkennen. Ne? Ah. Und diese Arbeit leisten wir vor, sozusagen. Wir sagen, da ist eine Ampel, da ist aber keine Ampel. Genau. Wir labeln sozusagen dieses Foto, also wir geben die Informationen, die die Maschine nachher braucht, um selbst Ampeln zu erkennen auf anderen Fotos. Das ist ja ein ganz gutes Stichwort. Das ist so ein ganz gutes Stichwort, da geht es ja schon los. Also jetzt, wenn das Auto demnächst selbst fährt und es lernt, dann kommen ja da, sind ja Sachen vorher schon programmiert worden. Und die das programmiert haben, die haben ja nach ihren Vorstellungen und nach der Auftragslage das gemacht. Und die haben dann... Ich habe hier eine Sache drin. Ja, du wolltest doch mal was vorlesen. Ja, das finde ich wahrscheinlich wieder nicht. Doch, du hast doch da die Zettel drin. Mit dem letzten Buch hier war es mir ja alles rausgefallen. Du hast doch die Zettel drin da. Ja, ich wollte das versuchen mal aus dem Kopf. Ja. Vieles klappt nicht mehr, aber okay. Ich habe nur noch zwei Synapsen, Tim und Struppi. Wo war ich jetzt stehen? Hier mit dem selbstfahrenden Auto. Ne? Ja, genau. Wenn jetzt da, also ich sitze jetzt hinten drin und lese da Zeitung, weil das Auto fährt ja. Und wenn dann die künstliche Intelligenz lernt nach unseren Verkehrsregeln und so weiter, dass man beispielsweise Motorrad nicht ohne Helm fährt, dann merkt sich die Intelligenz das und lässt das nicht gelten, also missbilligt das. Und wenn Sie dann in eine Verkehrssituation kommen, wo vor Ihnen zwei Motorradfahrer sind und es ist eine Situation, wo man nicht mehr ausweichen kann und die Entscheidung jetzt liegt, wen kann ich jetzt überfahren, dann ist natürlich klar, wenn der eine von den Motorradfahrern keinen Helm trägt, dass man da Paragraph 2, nein, das ist jetzt nur mal überspitzt von mir gesagt, aber es werden ja diese ganzen Rassismus, Vorurteile und so weiter, irgendwie das
ich habe hier was mit. Bitte. In Amerika, ja, das finde ich nicht. Ach so, ich dachte, du willst was vornehmen. Rick, hör doch mal auf. Da habe ich, such doch mal. Da habe ich irgendwie, ja, das ja dauert zu lange. Da habe ich erfunden, dass in Amerika eine neue Version von dem Theaterstück Nathan der Weiße. Ja. Das ist natürlich schon so ein bisschen oho. Aber das kommt eben halt dadurch, ich will nur sagen, man sollte ein bisschen aufpassen. Also zum Beispiel, wenn ich merke, jemand hat die ganzen Geschichten, ist auf die Idee gekommen, sowas, dass es überhaupt geht, zu programmieren, dann sollte man doch auch die Möglichkeiten abschätzen. Also ich finde, dass wir jetzt immer noch dabei sind, irgend uns was auszudenken oder irgendwelche Leute dafür 50 Cent in Indien, die dann da die schlechten Bilder aus dem Internet rauskrabbeln sollen, da hätte man auch vielleicht mal am Anfang schon ein bisschen mehr drauf achten sollen. Also Moral, Ethik und so weiter will ich jetzt nicht so ganz hochhängen. Aber das, wenn man YouTube hat, dass da auch dann auf einmal 7-Jährige sich Filme angucken, wo die ihr ganzes Leben lang fast wie eine Vergewaltigung dran zu knabbern. Aber ich will es jetzt nicht so dramatisieren, aber es ist ja doch so. Mhm. Ja, ja, natürlich. Wir sind sehr bei diesem Thema. Ich bin jetzt etwas abgekommen. Also leider, du hast auch noch, ja, du hast ja so herrliche Themen drin, auch was Friseurnamen und Optikernamen zum Beispiel. Also, du hast da, Moment, da suche ich jetzt mal. Ja, guck doch mal, ob die. Optikernamen? Ja, Friseur und Optikernamen. Sehr originelle Sachen habe ich da entdeckt. Ach so, ja, 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 originell. Also gut. Wir duzen sie alle. Der Club origineller Friseursalonnamen, kennt ja auch jeder, das ist eigentlich ein altes Phänomen, dass Friseure da irgendwie eine eigenartige Fasson-Originalität haben. Also, der Club origineller Friseursalonnamen stellt heute im Netz sein neuestes angeschlossenes Mitglied vor, Optiker Augenblick. Hat auch eine Internetadresse, die heißt www.linsenweisheit.de. Da steht dann drunter in der Werbung, selbstverständlich weiterhin im Angebot, Frisuren mit Köpfchen. Ja, das ist auch, ja, auch ein schöner. Auch ein Frisuren mit Köpfchen, das ist auch ein sehr, sehr origineller Name. Guckst du mich an? Ich guck dich jetzt gerade an. Ja, ich bin ja. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt über deine Frisur nachgedacht. Wir haben, glaube ich, aber einen kleinen Eindruck gegeben, oder? Von dem, was sie in diesem Buch alles verbirgt. Jetzt auf einmal siezen wir doch wieder? Nein, also, nein. Ich habe gesagt, wir haben, glaube ich, einen kleinen Eindruck gegeben, was sich in diesem Buch alles verbirgt. Wenn Sie also Lust haben, eine Reise quer durch Piet Zockes Gehirn zu machen und auch gerne mal lachen und nachdenken möchten, dann lege ich Ihnen das sehr ans Herz. Und finde es schade, dass wir nur einen Bruchteil der Themen natürlich angesprochen haben, die in diesem vorkommen. Aber trotzdem vielen Dank. Wir freuen uns alle sehr, dass du hier bist. Ich bleibe jetzt beim Du für den Rest der Sendung, habe ich mir überlegt. Das mache ich dann mit. Vielen Dank.